So, wir können uns wieder mal entscheiden, wo wir hinwollen. Und ich würde sagen, wir gehen hier in das Kraftwerk und schauen mal, was wir für Mutationen oder was finden. Bombe hat es natürlich schon gespielt. Let's go. Ein verlassenes Krankenhaus in der Nähe des Kraftwerks. Halleluja. Oh. Oh. Was ist denn hier passiert? Das Kraftwerk Meltdowns scheint technische Schwierigkeiten zu haben. Kraftwerkbetreiber Bungle Technologies hat in einer Pressemitteilung versichert, dass alles in Ordnung ist und kein Grund zur Panik besteht. Am selben Tag wurde auch das nahegelegene Krankenhaus evakuiert. Anscheinend ist ein Experiment ihrer Forschungsabteilung schiefgegangen. Bürgermeisterin Windsock ist an uns mit der Bitte herangetreten, es zu übernehmen. Wir haben dort faszinierende Forschungspapiere vorgefunden. Sollten wir ihre Arbeit vielleicht fortsetzen? Sieht so aus, als müsste hier erstmal etwas aufgeräumt werden. Gerüchten zufolge soll in der Gegend auch sehr seltsame Patienten aufgetaucht sein. Viel Glück. Ja. Ja. Ob man die reparieren kann, die Maschinen, und dann einfach nutzen kann? Okay, ich guck mir das jetzt erstmal Halleluja. Überreste, Überreste. Okay. Hier liegt überall Müll rum. Überall. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendjemand unterwegs ist. Ist aber ein großes Krankenhaus, das wir zur Verfügung haben, wenn man sich das hier mal so anguckt. Und hier ist es. Sind die Kraftwerksschornsteine? Wow! Das erinnert mich an so ein, keine Ahnung, Wasteland oder sowas. Ich krieg so einen leichten Fallout-Vibe dabei. Okay, ja. Gut, also ich glaube, zuallererst brauchen wir diverse Hausmeister. Oh, der ist nicht schlecht. So, du wirst gleich Trümmer säubern. Trümmer säubern. Bevor wir irgendetwas anderes machen können, müssen wir die Trümmer säubern. Ja, das kann ich verkaufen. Nice. Ich glaube, ich brauche noch einen Hausmeister. Ah. So. Und während die da sauber machen, könnten wir tatsächlich. Kriegen wir schon hier Patienten oder was? Nee, das blinkt einfach nur, was lustig ist, okay. Ja, 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 ja. Die Aufnahme kommt, sobald wir Platz haben für diese Aufnahme. Ach ja. Nee.
halten wir das so. Dann kriegen die aber hier hinten noch so ein bisschen dazu. Dann machen wir hinten Snack und so weiter. Doctor-patient confidentiality is not practiced in this hospital. Ja. Ich habe noch keine Aufnahme. Sekunde. Das geht mir jetzt gerade alles ein bisschen flott. So. Jetzt kriegen wir hier noch eine gescheite Aufnahme dazu. Und hier können wir eine hinpacken. Und hier eigentlich auch. So. Wunderbar. Was hier drinne? Was, wie sieht die Temperatur aus? Ist es kalt oder warm? Sieht ein bisschen kalt aus. Gut, darum kümmern wir uns aber gleich. So, Aktenschränke, die brauchen wir immer. Für die Prestige. Na, nicht vergessen. Eine Sonnenblume schön hier dahin und ein Heizkörper irgendwie, keine Ahnung, hier vor den Aktenschrank. So, bitteschön. Ja, schön, fertig. Gut, damit hat sich das... Ja, ich weiß, dass ich das brauche. Ich weiß es. Komm, wir nehmen dich. Gut. Wir werden relativ schnell, so wie es aussieht, uns hier was dazu kaufen müssen. So, hier können wir gleich ein Arztzimmer hinpacken. Nee, da mache ich Snackautomaten. Ich mache jetzt erstmal die allgemeine Arztpraxis. Oh, das sind sogar vier. Kann ich hier vorne, um Platz zu sparen. Auch wenn dann die Prestige runtergeht, aber die hauen wir mit den Aktenschränken wieder raus. Ihr werdet sehen. So. Ein Bürotisch. Aktenschränke. Ein Heizkörper, damit es nicht zu kalt wird hier drin. Weil wir ein 1A-Krankenhaus sind, natürlich der Trophäenschrank. Die Sonnenblume, damit das Ganze auch wieder grün wird. So, wunderbar. Und nicht zu vergessen, die versteckten Goldsterne, um die Prestige nach oben zu hauen. So. Besser. Na komm, Prestige 4 kriegen wir auch noch hin. Danke. So, wir brauchen einen Arzt. Nimm dich. So, hier in der Bank, da können die sich da hinsetzen. Wunderbar. Nicht zu vergessen. Da so ein Heizkörper. Damit die nicht ganz so kalt ist, den Leuten. Da ein Heizkörper. Wunderbar. Ich brauche eine Blume. Ew! Ew. Kommt da so. Da so hin. Wunderbar! Blume. Noch eine Blume.
Oh, nicht zu vergessen. Ach, hier eine Blume. So. So, meine lieben Hausmeister, macht mal hinne. Macht mal hinne. Wo sind die Abfalleimer? Oh ja, den da hinten ist kalt. Okay. Die lassen sich ja dann immer noch verschieben, ne? Die lassen sich ja immer noch dann verschieben. Was ist das denn jetzt? Apotheke benötigt. Okay. Wir bauen eine Apotheke. Wohin bauen wir diese Apotheke? Geht der Müll automatisch weg? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn wir hier jetzt eine Apotheke hinbauen? I have no idea. Heizung gespart. Kann es sein, dass der Müll automatisch weggeht? Warum habe ich das jetzt weggemacht? Du sollst... So, bitte, danke. Eieiei. Zwei Aktenschränke. Wunderbar, komm, da geht noch ein Aktenschrank hin. Die Heizung können wir auch dahin packen. Ein Feuerlöscher. Alles klar. Und nicht zu vergessen. Diverse Poster. Und natürlich, wie sollte es anders sein? Goldene Sterne. Bitteschön. Wir haben eine Apotheke. Und wir stellen den hier ein, weil der ist apothekenfähig. Gut. War der Müll da? Ich dachte gerade. Gut, meine lieben Hausmeister, räumt. Räumt, was das Zeug hält. Ich fürchte fast. Oh, nice. Räumt auf, meine Lieben. Räumt auf. Räumt auf. Klar. Beförderung, warum auch nicht? So, hier ist ein Getränkeautomat. Nicht zu vergessen, ein Snackautomat. Verbaler Durchfall, okay. Komm, hier, ein Spielautomat. Könnt ihr zocken, wenn ihr wartet. Ja, ja. Gut. Wir brauchen ein Klo und einen Pausenraum für die ganzen Leute hier. Und wir müssen relativ schnell hier was dazu kaufen. Ich glaube, wir holen uns das hier dazu. Das ist zwar verwinkelt, aber es sieht ein bisschen größer aus. Da lässt sich mehr mitmachen. Gut, dann können die da drüben bitte weiter putzen und ich baue derweil mal ein Klo. So, das sollte reichen. Warum gehst du da oben lang? Warum? Ich verstehe es nicht.
Ich verstehe es nicht. Ja, wir haben einiges an... It's happening again. It's happening again, alles klar. Warum auch nicht? Warum auch nicht? So, können ein paar Leute aufs Klo gehen. Hier ist ein Waschbecken, hier ist ein Waschbecken und hier habt ihr einen Handtrockner. Da drinnen wird es kalt sein, unter Garantie. Wir brauchen einen Heizkörper. Da ist ein Heizkörper. Schön, wir brauchen eine Sonnenblume, bitteschön. Gut, die sind hier glücklich und zufrieden. Da warten sie schön. Wir könnten auch die Aufnahme verschieben, so schön mitten in den Raum. So, warte mal kurz. Bearbeiten. Fear not, dear listeners, for Sir Nigel Bickleworth has arrived to elevate your radio experience beyond the mundane. But first, so here's our music. Das könnte man doch machen. Theoretisch. Und dann nehmen wir dich hier und du setzt dich wieder hier hin. Bitteschön. Das ist die... Komm, setz dich da hin, dann müssen die Leute nicht so weit laufen, danke. Terminapotheke, guck mal, das läuft doch alles. Pausenzimmer. Komm, das packen wir mal hier hin. Dieses Teil packen wir mal hier hin, so. Dieses Blümchen setzen wir mal hier hin. Wir brauchen Abfalleimer. Dudüm. Dudüm. Oh. Die sind hier wunderbar am Aufräumen. Gut. Ja, da drin ist kalt, ich weiß. Pausenzimmer, 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 Pausenzimmer. So, bitteschön. Was? Ich habe nur ein Gerät. Zimmer. Pausenzimmer für die Leute. Bitteschön. Ein Sofa. Geht da noch ein Sofa hin? Nein. Ja, genau. Geht gleich mal sauber machen, Leute. Geht gleich mal sauber machen. Keine Ahnung. Und spinnt. Wir brauchen... ein Heizkörper. Da. Da steht er gut. Wir brauchen eine Sonnenblume. Ganz dringend brauchen wir eine Sonnenblume. Weil wir sind ein grünes Krankenhaus. Wir sind ein grünes Krankenhaus. Wir waren immer ein grünes Krankenhaus. Wir waren immer ein Krankenhaus. Ja, fege mal genau da. So. Wie wär's mit einem Poster? Noch einem Poster? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Es geht gerade ziemlich viel hier. Gut, wir haben ein Pausenzimmer. Was haben wir denn jetzt? Beförderung? Klar. Den bitten wir zu warten. Wir brauchen weitere Diagnosezimmer. Wir brauchen weitere Diagnosezimmer. So eine allgemeine Diagnose zum Beispiel.
Die bauen wir schnell und dann kann der Patient da behandelt werden. Ne, den drehen wir. Den drehen wir. Ich muss auch so ein bisschen aufs Geld achten. Sonnenblume. Darf nicht fehlen. Eine Sonnenblume darf in keinem Zimmer fehlen. Weil Sonnenblumen sind cool. So. Gut, damit hätte sich das. Der braucht einen Krankenpfleger. Trifft sich gut. Nehmen wir doch den hier. Der ist so wunderbar. Keine Ahnung, der kann irgendwie alles. Der kann irgendwie alles. Das ist so ein schönes Allround-Talent.